gelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Liebe Freunde, es heißt einmal in der Bibel, und kommt er erst in der zweiten oder dritten oder vierten Nachtwache. Das heißt dann irgendwo zweite, dritte, vierte Nachtwache, das heißt irgendwo am Morgen oder halt zeitlich gesprochen. Aber das heißt auch zweite, dritte, vierte Nachtwache, er kommt. Er kommt sicherlich, um uns zu helfen, um für uns da zu sein, um uns zu retten. Denken wir nur besonders so mal an den Sturm auf dem See. Sie ruderten wie die Wilden und der Herr kam ganz spät irgendwie. Aber er kam, und so war es ja auch auf dem Kreuzweg. Der Herr nahm die Hilfe des Simon so voller Dankbarkeit an, dass er ihm geholfen hat. Aber er hat vertraut, dass Gott ihm hilft. Und dieses Vertrauen, liebe Brüder und Schwestern, das ist eines vom Schwierigsten und das ist auch eines vom Herausforderndsten, was wir als Christen in unserem Glauben so leben müssen. Zu vertrauen, dass der Herr in der zweiten, dritten, vierten Nachtwache kommt und mir hilft. Aber das heißt auch so, wie wir müssen alle Probleme, alle Anliegen, alle Sorgen, alles, was uns so bewegt, müssen wir durch unser Vertrauen lösen. Und vergesst dieses Bild nicht, diese nette Geschichte mit diesem Seiltänzer und dem Schubkarren, der über das Seil geht und sagt, welches Kind möchte denn kommen noch und mitfahren, oben auf dem Seil. Und dann meldet sich ein Kind eben und sagt, ich. Und dann fährt er, siehst du das so drin in der Karette und fährt er so drüber. Das wackelt sicherlich auch ein bisschen, aber eben, er fährt drüber. Und dann kommen sie an drüben auf der anderen Seite und alle klatschen und applaudieren und boah. Und dann fragen sie, ja, hast du keine Angst gehabt? Nein, es war doch mein Papa. Es war doch mein Papa, der da gefahren ist. Mein Papa ist der Seiltänzer. Und das ist genau Gott. Er tanzt mit uns auch gleichermaßen, gewissem Sinne, über das Seil und will, dass wir ihm so blind vertrauen. Alle Probleme durch das Vertrauen lösen. Das können wir heute so fest beten. Panem de coelo prestitis dieis, omne delectamentum in se habentem oremus, Deus, qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sensiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen.